Wusstest du schon, dass Mohammed namentlich in der Bibel prophezeit wird? Zumindest wird das behauptet von sehr vielen Muslimen. Denn im Koran selber steht in Sure 7, Aja 157, dass Mohammed in der Bibel prophezeit wurde. Eine Stelle dabei, die häufig genannt wird, wollen wir uns heute genauer anschauen. Es geht um Hohelied 5, Vers 16. Wenn wir uns Muslime anhören, die diese Stelle vortragen, dann hören wir recht genau den Namen Mohammed raus. It says, Hikko mamittakim wie kullo Muhammadim zehdudi wie zehrei bainat Jerusalem. Chapter number 5, verse 16, which says, Hikko mamittakim wie kulli Muhammadim zehdudi zehrei bainat Jerusalem. Nur das Problem daran ist, so wird dieser Vers gar nicht ausgesprochen. Sei es Ahmadinat oder Zakirdeneik, dieser Vers wird vorgetragen auf Hebräisch, nur lediglich mit einer komplett falschen Aussprache, sodass der Vers komplett anders klingt und tatsächlich auch keine richtigen hebräischen Wörter widerspiegelt. Denn obwohl gesagt wird, steht im Text eigentlich, die Aussprache wird also extra angepasst, damit es sich eher wie Mohammed anhört. Nun, wir haben allerdings die Nikut, die ganz klar zeigen, dass es nicht so ausgesprochen wird. Denn wir haben unter dem ersten Mem ein Patach, was ganz klar ein A-Vokal ist und kein U und auch kein O. Auch die Konsonanten stimmen nicht mit dem überein, wie wir das eigentlich von Mohammed im Hebräischen haben, wenn wir das beispielsweise in der hebräischen Übersetzung vom Koran uns anschauen. Denn dort wird Mohammed mit einem Wow hinter dem ersten Mem geschrieben. Das heißt, weder von den Nikut, also den Vokalen, noch von den Konsonanten an sich passt das überein mit Mohammed, was wir in Hohelied 5,16 stehen haben. Darüber hinaus haben wir bei diesem Wort noch die Endung im, also die Konsonanten Jod und Mem. Diese Konsonanten fügen also noch eine zusätzliche Silbe an das Wort heran, was wir in Mohammed nicht vorfinden. Man müsste also schon die richtige Schreibweise und die kompletten Vokale komplett ignorieren, wie es da steht. Und das machen einige Muslime auch. Und dann sagen sie, dass das Im am Ende des Wortes sich einfach auf einen Respektsplural bezieht, wie in Elohim oder Adonai. Nun gibt es so einen Respektsplural allerdings nicht und schon gar nicht bei Namen im Hebräischen. Elohim ist einfach ein Pluralwort, da hat es nichts irgendwie zu tun mit einem Respektsplural, sondern gibt es einfach die Pluralform aus dem einfachen Grund, dass diese Entität, also Gott, einfach unzählbar und greifbar ist, genauso wie beispielsweise bei Wasser, Mayim. Auch bei Wasser ist es natürlich kein Respektsplural, sondern einfach, es geht um eine Unzählbarkeit und eine besonders große Masse, Menge. Ein Respektsplural gibt es nicht im Hebräischen und bei Adonai ist es genauso wie bei Elohim. Dazu kommt, dass Elohim und Adonai auch keine Namen sind, sondern Adonai und Elohim sind Begriffe bzw. Titel, die verwendet werden auf Gott. Mohammed allerdings soll nach dem Muslim ja ein Name sein und nicht mal bei den ganzen anderen Propheten, den tatsächlichen jüdischen Propheten. Es gibt bei keiner einzigen anderen Person so eine Form von einem Namen, der dann mit einem Plural versehen wird. Weder bei König David, noch bei dem Propheten Mose, noch bei anderen Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Elia oder sämtlichen anderen Königen oder Propheten oder anderen wichtigen Personen. Nicht bei einer einzigen Person finden wir es vor, es ist einfach nicht möglich im Hebräischen. Dazu kommt noch, dass selbst beim Gottesnamen selbst, Yahweh, nirgendwo ein Plural vorherrscht. Gäbe es beim Gottesnamen selbst ein Plural, würde es sich nämlich nicht von Yehyeh, sondern von Yehyu ableiten und dementsprechend wäre es vermutlich Yahu. Das ist natürlich nicht gegeben und dementsprechend gibt es selbst beim Gottesnamen so eine Respektsform nicht, weil es es generell einfach nicht im Hebräischen gibt. Das heißt, das ist eine Erfindung von Muslimen, die hier angebracht wird, um irgendwie zu erklären, warum hier das Im steht. Aus muslimischer Perspektive müsste man also sagen, dass man Mohammed mehr respektiert als Gott, weil bei Gott selbst es schon mal nicht passiert. Darüber hinausgehend müsste man also sagen, man bezieht sich einfach nur auf den Stamm. Einfach nur auf den Stamm von diesem Wort, was Mahmad ist.
Diese Buchstaben wären äquivalent zu den arabischen Buchstaben von Mohammed. Wenn man sich also lediglich auf die Konsonanten beziehen möchte, die Vokale nicht einbeziehen möchte, sämtliche Suffixe abstreichen möchte und ignorieren möchte und einfach dann deswegen sagen möchte, weil die Konsonanten dort vergleichbar sind mit den arabischen Konsonanten, dass es deswegen sich jetzt hier um Mohammed handelt, kann man machen. Dann muss man aber das Gleiche auch bei anderen Stellen machen, wo ebenfalls Mahmad oder andere Formen von Mahmad vorkommen. So kann man sich dann anschauen, in welchen anderen Stellen in dem hebräischen Tanach dennoch Mahmad vorkommen. Und wenn wir dort Mohammed einsetzen, dann sehen wir, das passt jetzt vielleicht nicht ganz mit dem Bild überein, wie das Muslime gerne hätten an dieser Stelle. Denn würden wir analog dazu das so verwenden, dann würde nämlich Mohammed in 1. Könige 20,6 von einem Haus weggenommen werden. In 2. Chronik 36,19 wurde Mohammed dann von einem Feuer zerstört. In Hosea 9, Vers 16 wurde Mohammed in der Gebärmutter von Gott getötet. In Klagelieder 2,4 wurde Mohammed von Gott getötet. In Klagelieder 1,11 wurde Mohammed für Essen weggegeben. In Joel 4,5 wurde Mohammed in die Tempel der Philister von Tyrus und Sidon getragen. In Jesaja 64,10 wurde dann Mohammed zusammen mit dem Jerusalemer Tempel verbrannt. Und in Hesekiel 24,16 war Mohammed Hesekiels Frau. Mohammed wurde demnach, wenn man das so anwendet, also nicht nur lediglich mehrmals verbrannt und getötet in diesen Stellen, sondern er war zudem auch die Frau von Hesekiel und wäre demnach eine zeitreisende Transfrau. Zudem behandelt die eben genannte Stelle Hohelied 5, Vers 16 das Gespräch bzw. die Schwärmerei zwischen der Frau von Salomo und ihrem Geliebten. Wenn wir jetzt aber sagen, dass dieser Geliebte nicht Salomo ist, sondern auf einmal Mohammed, aus welchem Grund, der Jahrhunderte später geboren ist, dann wird das bedeuten, dass Mohammed auch hier der Grund für Ehebruch gewesen wäre. Zudem kommt, dass dieser Geliebte, der in der Stelle angesprochen wird, auch in Hohelied 5, Vers 1, also in dem ersten Vers von dem Kapitel, Wein trinkt, obwohl im Islam Alkohol verboten ist. Zu diesen ganzen Stellen wird dann als Antwort gebracht, ja, schön und gut, da wird Mahmad benutzt, aber da steht ja nirgendwo Mahamadi. Nun, das ist aber komplett irrelevant, weil der Respektplural, also dass es generell im Plural steht, wie gesagt, Respektplural gibt es nicht, aber dass es generell im Plural steht, das haben wir eben auch an anderen Stellen, wie beispielsweise in Klagelieder 1,10, Klagelieder 1,11, Jesaja 64,10, Hosea 9,16 beispielsweise. Es gibt also keinen Grund, warum diese besondere Pluralform von ihm als Endung wichtig sein sollte, aber andere Pluralendungen sind nicht wichtig. Dafür gibt es keinen Grund. Und auch dieses Mahamad mit der weiteren Endung haben wir ebenfalls an den anderen Stellen, weil dort dann ebenfalls ein Chataf-Patach benutzt wird unter dem Chet, wie dann beispielsweise in Jesaja 64,10, Klagelieder 1,10, Hosea 9,16, Klagelieder 2,4, Klagelieder 1,11 oder Joel 4,5. Man müsste, wie gesagt, eigentlich sagen, weil dann das entsprechend passender wäre von den Konsonanten, damit ja diese Endung nicht da stehen würde, weil das dann passender zu dem arabischen Äquivalent wäre, dass man eher die Stellen benutzen müsste im Singular, wie 1. König 20,6, Hesekiel 24,20, Hosea 9,6 oder Hesekiel 24,16. Auch wird gesagt, dass an jeder anderen Stelle als Hohelied 5,16 Mahmad in einer Konstruktform benutzt wird. Nur in dieser Stelle nicht. Allerdings macht das keinen Unterschied, weil auch eine Konstruktform, quasi eine Genitivverbindung wäre das im Deutschen, auch auf Namen angewendet werden kann. Wie beispielsweise, das ist der Thomas von Maria. Das heißt, das macht nicht wirklich einen Unterschied und ist kein Argument, warum das nur auf die eine Stelle zutreffen sollte. Es wird auch gesagt, dass Hohelied 5,16 die einzige Stelle wäre, wo das Einsetzen von Mohammed tatsächlich semantisch auch Sinn macht. Allerdings ist da überhaupt gar nichts dran an dieser Aussage, da das überhaupt gar keinen Sinn macht, das dort einzusetzen. Denn wir müssten tatsächlich wörtlich sagen, sein Mund ist voller Süße und alles an ihm ist Mohammed. Inwiefern ist denn Mohammed eine Eigenschaft? Wuchulo und alles an ihm. Und alles an ihm ist Mohammed. Inwiefern ist denn etwas Mohammed? Wenn, dann ist jemand Mohammed. Also eine Person. Aber inwiefern ist das eine Eigenschaft? Das ergibt schon mal gar keinen Sinn.
Manchmal wird ja zum Beispiel behauptet, das wird jetzt hier heißen, er ist Mohammed. Aber da steht nicht, er ist Mohammed, sondern da steht alles an ihm. Wir sehen also, semantisch macht der Satz keinen Sinn, sondern vielmehr ist er komplett sinnlos. Tatsächlich ist aber dieser Begriff Mahmad im Hebräischen ursprünglich ein Lehnwort aus dem Ugaritischen. Und im Ugaritischen finden wir im Baal-Zyklus ebenfalls eine Stelle, wo Mahmad benutzt wird. Und wenn wir in dieser Stelle Mohammed reinlesen, dann wird das bedeuten, dass er zu Baal geht, einem Götzen. Beziehungsweise Mohammed sollte dort zu Baal gebracht werden. Ja, und dieser Baal wird im Alten Testament ständig als tote Götze beschrieben. Und dort soll Mohammed hin. Ebenfalls wäre die Frage, wenn in dieser Stelle, in diesem Vers, Hohelied 5,16, Mahamadim wegen dem ihm, wegen einem Respektsplural, heißen würde, dass das ein Prophet ist, der kommen wird, dann müsste man das gleiche sagen über das Wort Mamtakim, was kurz davor stand. Denn es heißt ja, Chiko Mamtakim, Vuchulo Mahamadim, Zedudi Zeroi, Benot Jerusalem. Also das Mamtakim müsste ebenfalls dann einen Propheten Mamtak nach der Logik prophezeien. Die Frage ist, wer ist der Prophet Mamtak? Laut Islam gäbe es keinen Propheten Mamtak mehr. Der müsste ja, wenn er noch nicht aufgetreten ist, müsste er, wenn dann, nach Mohammed noch kommen. Aber nach Islam ist ja Mohammed der letzte Prophet. Das heißt, das ist schon ausgeschlossen. Und warum ist es nicht einfach ein Prophet, dann, der nie erwähnt wurde, dann in der weiteren Geschichte? Naja, es macht nicht wirklich Sinn, weil ja auch dort der Respektplural verwendet wurde, der eigentlich nicht existiert. Aber der an anderer Stelle jetzt hier dann für Mohammed verwendet wurde und nicht mal für Gott selbst. Das heißt, wir haben zwei Propheten, die höher gestellt als Gott sind und davon müsste der eine auf jeden Fall dann auch irgendwann erwähnt sein im Islam. Sonst macht es ja nicht wirklich Sinn an der Stelle. Im Tafsir von Al-Jalalain wird zu Sure 7, Ayah 157 geschrieben, dass Mohammed beim Namen prophezeit wird in Torah und Evangelium. Nur ist das Problem, dass das Hohelied weder Tora noch Evangelium ist. Das heißt, die Muslime suchen zwar nach diesen Stellen, wo angeblich der Name drinstehen würde, nur ist das Problem, dass das nicht die gesuchten Schriften sind. Manche Christen, beispielsweise James White oder auch Michael Brown, haben bereits auch schon hier drauf geantwortet und hatten dabei die Aussprache Mahmadim anstatt von Mahamadim benutzt. Mahmadim! Singular Mahmad, plural Mahmadim. 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 Daraufhin wurden diesen Personen vorgeworfen von Muslimen, dass sie doch den Text falsch aussprechen, damit sie irgendwas zu verbergen hätten. Das ist allerdings nicht der Fall. Denn das Mahmadim, den Vokal, den wir jetzt unter dem Chet haben, also das Chataf Patach, das ist ein Ultrakurzvokal, genauso wie ein ganz normales Schwa auch ein Ultrakurzvokal ist, wenn es betont ist. Und diesen Ultrakurzvokal, den haben wir oft in der Aussprache im modernen Hebräischen nicht mehr, sodass das quasi nicht betont wird. Da haben wir dann Mahmadim einfach raus. Hier beispielsweise auch ein paar Einblendungen von modernen Israelis, die das genauso auch beim Rezitieren aussprechen. Hikom Amtakim, Becholom Mahmadim, Zedodi, Vezerai, Bnot Yerushalayim. Das heißt, es macht die Aussprache nicht falsch, sondern es ist nicht die klassische Aussprache. Der Grund, warum es mit einem Pluralsuffix wie dem Im, Mahamadim heißt, allerdings ohne diesen Suffix Mahmad, also warum es diesen Unterschied mit dem Vokal gibt, liegt einfach daran, weil das Chet, der zweite Buchstabe, ein Laryngal ist und bei den Laryngalen wird besonders beim Chet das Ganze oft aufgesprengt, wenn der Akzent sich verrückt, weil dann die Betonung auf der letzten Silbe ist, die Silben einen größeren Abstand haben, dadurch kommt dann dieser neue Hilfsvokal, Srataf Patach, dazu und sprengt die Silbe auf und somit haben wir diesen zusätzlichen A-Vokal in Mahamadim. Personen wie Zakir Hussein beispielsweise nennen dann jetzt noch hier aus Hohelied 5 einige bestimmte Charakteristika, an denen sie erkennen wollen,
dass es sich genau bei dieser Stelle um Mohammed handelt und nicht bei anderen Stellen. Und dafür gehen sie auf den Text von Hohelied 5, auch in den anderen Versen und schauen sich bestimmte Sachen an, die sie dazu interpretieren, dass es sich hier um Mohammed handeln sollte. Zum Beispiel wird gesagt, dass mehrfach hier in Hohelied 5 von der Geliebten gesagt wird, Dodi, mein Geliebter. Und dass das gleiche bedeuten würde wie Habibullah, was auf Mohammed sich beziehen würde und was ein Name für Mohammed wäre. Nun, das stimmt erstmal so nicht, denn Dodi ist ein anderes Wort als jetzt von der Wurzel bzw. dem Stamm Hovev, was dann eben wortverwandt mit Habib ist. Das heißt, das wäre schon mal nicht kompatibel, aber selbst wenn wir sagen würden, wir haben hier einen anderen Begriff dafür, wäre es definitiv nicht das gleiche wie Habibullah, denn Habibullah steckt ja schon im Namen drin, Geliebter Gottes. Allerdings bezieht sich das hier nicht auf Gott, nirgendwo in dem Text, denn hier geht es um die Geliebte, die ihren Geliebten ruft. Man müsste also höchstens, wenn dann schon sagen, dass die Geliebte selbst Gott wäre. Und das würde dann im weiteren Kontext auch bedeuten, dass Gott selbst mit Mohammed Sex hätte im Rahmen vom Hohelied. Das heißt, mit Habibullah hat das natürlich erstmal nichts zu tun. Weiter wird gesagt und verwiesen auf Vers 11, wo steht: Dort wird es also gesagt, seine Locken sind wellig und schwarz wie eine Rabe. Es wird jetzt also wirklich einfach gesagt, ja, lockiges Haar und schwarze Haare, das passt ja auf Mohammed. Nun, erstmal kein Wunder, das würde auch so ziemlich jede Person in der Region passen. Und da das besonders in der Region geschrieben wurde, ist es jetzt beim besten Willen nichts Besonderes. Das heißt, es passt so ziemlich auf jeden da und ist echt nichts Spezifisches. Und dieses Rabe wird dazu noch gesagt, könnte man auch als Araber übersetzen. Nun, wenn man jetzt die Nekrut ignorieren würde und sich einfach nur auf die Konsonanten beziehen würde, dann wäre das immer noch nicht richtig, beziehungsweise es wäre richtig, wenn das Oref hier anders geschrieben gewesen wäre, wie es auch an anderen Stellen geschrieben wird, aber an dieser Stelle wird Oref mit einem Wow geschrieben hinter dem Rein und deswegen kann das nicht der Fall sein, weil es kein Wow in dem Oraf geben kann, was Araber heißt. Zudem passt es auch vom Kontext nicht, weil ein Araber ist nicht schwarz. Also es wird hier im Vergleich geschrieben, also mit dem K-Präfix, mit dem Kaf-Präfix, somit wird also gesagt, wie so und so. Und da macht es keinen Sinn, wenn man jetzt sagen würde, wie ein Araber, weil der Araber ist selber nicht schwarz. Der hat höchstens schwarze Haare, aber er ist nicht schwarz. Das heißt, dieser Vergleich passt nicht. Wenn man also einen Vergleich hat, dann muss man sich hier auf etwas beziehen, was ebenfalls schwarz ist, nicht einfach was schwarze Haare hat. Es trifft eben auf den Raben zu, auf den Araber nicht. Also es muss die Eigenschaft an sich verkörpern. Das ist da nicht der Fall. Dann wird noch gesagt, in Vers 10 steht Dagul Mirwawa, also hervorragend unter Zehntausenden. Hier wird dann meistens auf irgendeine englische Übersetzung sich bezogen, wo dann Chief amongst 10,000 steht. Und dann wird gesagt, ja, er hatte ja eine Gefolgschaft von 10,000 Leuten. Und das ist überhaupt nicht Punkt, der hier angesprochen wird. Hier geht es darum, dass er hervorsticht unter ganz, ganz vielen Leuten, dass er was Besonderes ist. Nicht, dass 10,000 Leute ihm folgen, sondern dass er hervorsticht unter 10,000 Leuten. Und dabei ist 10,000 auch nicht mal hier zwingend der Fall, wenn es wörtlich ist, ist es 10,000, ja. Aber dieser Begriff wird einfach für eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen beschrieben. Also einfach, er sticht hervor unter ganz, ganz vielen Leuten. Das ist die Bedeutung hiervon. Dann wird noch gesagt in Hohelied 6, also dem nächsten Kapitel, in Vers 2 steht, dass der Geliebte dahin geht, wo Habosem ist, also wo Balsam ist. Und Mekka ist bekannt für Balsambäume. So lautet die Argumentation. Allerdings, wenn wir in den Text direkt gucken, dann steht explizit, wohin er geht. Und zwar, ich lese vor, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten. Also der Balsam ist in seinem Garten in Jerusalem. Nicht in Mekka, sondern in seinem Garten in Jerusalem. Und Salomo hatte von ganz verschiedenen Orten ganz verschiedene Sachen importiert in seinem Garten. Direkt danach wird noch im gleichen Vers dann beispielsweise auch noch von Lilien berichtet.
So, und die kommen aus dem Himalaya. Ist deswegen jetzt Mohammed aus dem Himalaya? Er schließt sich nicht so wirklich ganz. In Hohelied 5, Vers 15 steht beispielsweise, sein Antlitz ist wie Libanon. Kommt jetzt Mohammed aus dem Libanon? Wohl kaum. Dazu kommt der Balsam aus Mekka, ist Comifoda Gileadensis. Und wie der Name auch schon sagt, kommt aus Gilead und wurde danach auch ursprünglich benannt. Also wenn, dann müsste der auch aus Gilead kommen und nicht aus Mekka, selbst wenn man diese Route gehen würde. Wir sehen also beim Überprüfen von diesen ganzen Behauptungen zu dieser Stelle, dass da tatsächlich eigentlich gar nichts dran ist. Und dass das einfach nur ein Reinlesen in den Text ist, weil man keine Stellen findet, wo Mohammed tatsächlich prophezeit wurde. Wenn du das Video interessant findest, dann vergiss doch bitte nicht zu abonnieren. Und wenn du hier etwas raus entnehmen konntest und den Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du mir inzwischen auch Spenden per Bitcoin senden. Ich habe dazu in meiner Kanalinfo meine Adresse angegeben. Ich bin dir sehr für deine Unterstützung dankbar. Wenn du jetzt schauen möchtest, wie es mit Mohammed in Deuteronomium 18 aussieht und ob er da vielleicht bessere Chancen hatte, dass er da prophezeit wurde, dann schau dir jetzt dieses Video an.